Liebe Gemeinde, hallo, hoffe, euch geht es gut. Und mal ganz ehrlich, was gibt es zur kalten Jahreszeit? Was Besseres wie die Kartoffelsuppe gibt es ja eigentlich gar nicht, oder? Wir machen jetzt mal eine richtig geile, und zwar eine richtige Brutalo-Kartoffelsuppe mit einer gebackenen Blutwurst. Bereit? Wunderbar. Ja, du kannst mir mal zwei Schüsseln organisieren. Eine für die Kartoffel und eins fürs Gemüse. Ja, so Bowls, wo ich das aktivieren kann drin. So, schaut her. Wir legen los mit Speck und Zwiebel. Für unsere vegetarischen Freunde, es geht natürlich auch ohne Speck, dann tut er nur die Zwiebel anbraten. Dazu machen wir gleich ein bisschen Kümmel. Was ich von meiner eigenen Ernte noch habe, kriegt ihr natürlich. Ja, wir können auch Blech nehmen, ne? So. Okay, also. Speck in Topf, Zwiebel in Topf, das Ganze tun wir jetzt anbraten. Du hast keine. Gut, also, ein bisschen Pflanzenöl und los geht's. Das Ganze, ich sage jetzt einfach mal, hier holen wir unsere Substanz für die Kartoffelsuppe, unsere Röstbitterstoffe. Ja? Ja, genau, leuchten wir rein. Kann man wirklich auf Attacke gehen, gehen wir mal auf Boost. So, in der Zwischenzeit gehen wir mal her. Und zwar aktivieren wir unser Gemüse. Ja, ich habe jetzt hier einfach Wurzelgemüse. Karotte, Lauch, Sellerie, Zwiebel und ein bisschen Pastinake habe ich jetzt hier. So. Un poco. Power ist leider zu viel, Leon. Ich gehe wieder runter. Wir machen weiter bei mittlerer Hitze. So 6,5, 7. Gut, Aktivator, alles. Pop. So, viel Gemüse. Dran damit. Durchmischen. Das Gemüse, sobald es aktiviert ist, machen wir drauf auf unseren Speck. Leon, du musst da mal reinschauen jetzt. Ja, es ist angegangen, der Boden leicht angebraten, es riecht richtig schön nach Speck, Zwiebel, Kümmel. Drauf damit, Gemüse. Ne? Aktiviert, das Ganze lassen wir jetzt auch ein bisschen mit angehen. Wir brauchen keine Farbe, sondern einfach nur ein bisschen mit angehen lassen. In der Zwischenzeit nehmt ihr die Kartoffeln, mehlig kochen natürlich und guckt mal, ich habe sowohl mein Gemüse als auch meine Kartoffeln dünn geschnitten. Ja? Umso schneller geht es natürlich, wenn ihr die Kartoffeln im Ganzen reinschmeißt und nur halbiert, dann kocht ihr natürlich ewig umeinander. Deswegen schneidet das Ganze ein bisschen klein. Auch das hier wird aktiviert. Und gut ist erstmal. So, was ich auch ganz geil finde, wenn man da jetzt ein bisschen die Stiele mit reinschmeißt, ja, klein schneiden, wie Schnittlauch. Ja. So. Schauen wir nochmal hier rüber. So, haben wir auch leicht angeschwitzt. Wie gesagt, wir brauchen keine Farbe. Wir wollen ja jetzt auch nicht so eine dreckige Farbe haben bei der Suppe, sondern wir möchten ja eine relativ saubere Geschichte haben. Das Ganze löschen wir jetzt einfach mit Weißwein. In dem Fall, ich habe noch ein Rosé übrig. Mit Rosé ab. Und dann könnt ihr natürlich wieder auf volle Pulle gehen, weil ihr habt ja Hunger, ihr wollt ja essen. Ja? Ich mache wieder auf Boost, damit ich so schnell wie möglich einkochen kann.
Jetzt, normalerweise mache ich schön Majoran rein. Habe ich jetzt nicht. Was kann ich nehmen? Ich könnte ein Oregano nehmen. Jetzt habe ich einfach mal durchgerochen. Ich kann mir das ganz gut mit dem Bohnenkraut vorstellen. Ja? Jetzt gehen wir einfach mal her und machen ein bisschen Bohnenkraut und ein bisschen Lorbeerblätter. Machen wir jetzt in unsere Suppe rein. Nicht übertreiben. Ja? Auch Lorbeerblätter, 2 Stück, das reicht. So, was ihr hier vorne ja schon sehen könnt, ich habe hier schon mal Blutwurst vorbereitet. Weil in so einer Kartoffelsuppe mit einer gebackenen Blutwurst, das finde ich halt einfach einen absoluten Hammer. Ein bisschen Melieren, wie gesagt, mit dem Melieren, das kann man jetzt sehen, wie man mag. Es gibt halt einfach einen schönen Biss, einen schönen Crunch auf dieser Geschichte. So, schaut her, jetzt lassen wir, das ist vielleicht noch wichtig, Leon, komm mal rüber. Wir lassen jetzt wirklich den Weißwein, was ja wirklich einiges ist, weil ich eine schöne Säure da drin haben möchte, den lassen wir jetzt wirklich einkochen, bis nichts mehr da ist. Sobald der eingekocht ist, der Weißwein, machen wir die aktivierten Kartoffeln drauf, machen ungefähr 3-4 Fingerbreit Wasser oben drüber und dann natürlich noch von meinem Schätzchen hier, von meiner Umami-Würzpaste, die ich mit dem alten Gewürz abgemacht habe. Also eine geile Geschichte, was das Ganze einfach ein bisschen rund macht. Ihr könnt auch noch einen Löffel Gemüsebrühe, haben wir ja auch in Pastenform da, ein bisschen Gemüsebrühe mit reinmachen und dann habt ihr da richtig Power. Ich weiß, viele gehen her und nehmen jetzt zum Beispiel einen Geflügelfond oder einen Rinderfond und gießen damit die Brühe auf. Aber wir müssen natürlich auch an unsere Vegetarier denken. Wenn ihr den Speck weglassen würdet, hätte eine wunderbare vegetarische Kartoffelsuppe. Vegan sogar. Okay? Aller gut, dann würde ich mal sagen, ich hole euch wieder ungefähr in 10-12 Minuten. Dann sind meine Kartoffeln nämlich weich gegart. Und dann machen wir weiter. Bis gleich. Welcome back. Es geht weiter. Leon, schau mal hier in den Topf rein. Es ist jetzt wirklich weich gekocht. Ich habe jetzt das Gemüse probiert, das ist weich. Die Kartoffeln sind weich. So. Jetzt gehen wir einfach her, Sieb vorbereitet, machen die Flüssigkeit raus, gießen es einfach auf dem Sieb drauf, ein bisschen ablaufen lassen und dann, Leute, natürlich könnt ihr jetzt hergehen und könnt es mit dem Zauberstab durchmixen. Ihr könnt es im Bechermixer reingeben, könnt die restlichen Zutaten reinmachen, fertig. Aber ich finde es einfach viel, viel schöner, wenn es noch ein bisschen Struktur hat. Deswegen lassen wir das Ganze jetzt einfach durch den Wolf. So, schau her. Flüssigkeit weg. Ja. So, und jetzt halt hier, was wir da noch dazu machen, bevor wir es durch den Wolf jagen. Wir gehen jetzt her, machen unsere geschnittene Petersilie. Ich habe es vorher probiert. Was mir noch fehlt, ist ein bisschen Muskatnuss. Könnten wir jetzt auch hinterher reintun, aber ich will es einfach dran haben. Schön Muskatnuss. Das verträgt schon ein bisschen was, ne? Also da könnt ihr ruhig was dran machen. Und, was auch noch geil ist, Leon, eigene Ernte. Hm? Liebstöckel. Liebstöckel, genau. Auch nicht übertreiben. Ja? Rein damit. Und jetzt drehen wir das Ganze durch den Wolf. Kommst du mal mit rüber? Ihr macht gleich euren Topf drunter. Anstecken hilft meistens. Hilft? Also. Mach mal, wenn du meinst, ein Stecker rein. Was hast du denn da? Was hab ich da? Und so. Was hat sie? Ja, das kann sie haben. So, der Wolf läuft. Und jetzt macht er einfach Sachen schön da oben rein. Willst du mal den Stöpsel mitbringen, Leon? Den Stöpsel.
Brätst du das Eich oder geht es? Ja. Okay. Sind es gute Bilder? Das sind super Bilder, ich freue mich aufs Putzen. Ja. Genau, das ist ja dein Part. Ja. So, schön durchwolfen. Geht noch? Decki! Und los, ab und ab. Da muss halt alles schön weich sein, damit es nicht nur gut durchgeht, sondern dass die Suppe nachher natürlich auch ihre Sämigkeit bekommt. Ne? Jetzt machen wir auch noch rein. Das war's. Schön sauber Dampfputzen da oben noch. Roh, hm? Unglaublich. Gut. Ich gehe wieder auf den Herd. Mittlere Stufe. Und dann probieren wir mal. Leon, bist du bereit? Ja. So, schau dir mal her. Alleine diese Optik finde ich den Hammer. So, man könnte das jetzt natürlich... Ah, oh, diese Viecher reg ich mich auf heute. Und Ruhe! Entschuldigung. Salina, dann probieren wir mal. Pepper, hallo, toll, toll. Ganz ehrlich, so Punktlandung, oder? Ja. So, aber was wir jetzt machen, schaut mal her. Wir machen trotzdem einen kleinen Schluck Sahne rein, wirklich nur ein Müh. Sag mal, auf diese 3 Liter, was wir da jetzt haben, machen wir vielleicht ja, ein 8 Liter rein. Das reicht. Okay, das Ganze lassen wir jetzt schön ziehen, weil das gibt halt einfach nochmal... Wir haben ja überhaupt kein Fett drin, ne? Also wir haben kein Olivenöl da drin, wir haben keine Butter drin, sondern wir haben jetzt einfach nur zum Anbraten ein bisschen ein neutrales Öl drin gehabt und jetzt eben noch ein bisschen Sahne. Und das macht es einfach aus. So, wir gehen jetzt auf mittlere Stufe und währenddem die ganze Geschichte hier noch ein bisschen durchköchelt, braten wir schnell unsere Blutwurst. Und zwar auch nach einer besonderen Art und Weise, guckt her, ich habe es meliert und was ich habe hier gerösteten Sesam. Und zwar relativ stark gerösteten Sesam. Leon, riech mal rein, beschreib mal diesen Geruch. Es erinnert mich Vollgas an was, aber ich weiß gar nicht was. Es ist fett, es ist butterig, ja, es riecht fast ein bisschen wie dieses Sesamöl, dieses geröstete. Ja? Also wirklich ganz intensiv und bis an die Schmerzgrenze rösten. Und genau, und ja genau, Popcorn stimmt. Und geht an die Grenze. Ja? Nehmt weißen Sesam und geht damit an die Grenze. Keinen ja, ungeschälten oder irgendwie, tut euch nichts Gutes mit. Wenn ihr Geschmack haben wollt, dann macht es einfach so. So. Wir legen los. Eure Blutwurst gut abklopfen und schaut einfach, dass ihr eine kriegt, die sich nicht gleich im Wohlgefallen auflöst. Melieren ja, aber gut abklopfen, ja, dass da wirklich nur ein Hauch dran ist. Rein ins Öl. Okay,
Das lassen wir mal schieren. Gehen wir schnell noch mal rüber. Leon, ich brauche noch mal einen kleinen Löffel. Zum Beispiel unseren Schmand. Ja, Schmand oder Creme Fraiche. Und diesen Schmand, den finde ich eigentlich ziemlich geil. Ich mache den wirklich gern, weil er einfach noch eine schöne Säure mitbringt. Und schaut mal her, der ist richtig schön cremig. Ja. So, einmal. Und dann brauchen wir noch ein bisschen geschnittene Blattpetersilie. Und wenn die Stiele so dünn sind, ne, ich habe es ja vorhin schon gesehen, ich habe es mit in die Suppe gemacht, einfach schön fein aufschneiden. Die Hunde müssen jetzt raus hier, das macht überhaupt keinen Sinn. Nee. So, also, Teller vorbereitet. Suppe schmeckt. Schmand zum Garnieren, dann hier dieser geröstete Sesam, Petersilie. Wichtig ist, dass wenn ihr die Suppe gewolft habt, ja, sie muss auf jeden Fall noch mal köcheln, dass die Stärke von den Kartoffeln sich, dass sie schön frei wird und sich verteilt und das Ganze noch ein bisschen sämig macht. Weil wir brauchen ja nichts abbinden, da reicht uns die Kartoffelstärke von der mehligen Kartoffel. Okay? So, schaut her. Jetzt haben wir die wirklich wunderschön gebraten. Geben wir mal ein Stück Zwiebel bitte. Da unten hin gerade. Ja, lässt sich wirklich richtig schön. Das ist jetzt so eine Speckwurst, ne? Griechenwurst, Speckwurst. Eins von den beiden würde ich an eurer Stelle nehmen. Okay? Lass noch einmal in die Suppe reingucken, dass man das nochmal sieht. Jetzt haben wir lassen das jetzt noch einmal aufkochen und ihr seht auch richtig das Eiweiß, ne, was natürlich in dem Gemüse nach dem Wolfen was rauskommt, das ist dieser Schaum da oben drauf. Das ist also wirklich, das lasst ihr alles drin, das ist Geschmack pur und so reicht uns das Ganze nämlich aus. Okay? Dann würde ich sagen, also ich habe ja da schon total Bock drauf, muss ich sagen. Konsistenz ist auch wunderbar. So. Dann schön die Petersilie reinstreuen. Dann der Kick, Leute, ich verspreche es euch, wenn ihr das einmal gemacht habt, könnt ihr die Finger nicht mehr davon lassen, streut diesen gerösteten Sesam da oben drüber. Dann den müssen wir angucken, wie geil das ausschaut. Die ist ja innen drin wirklich fast flüssig, sieht man das, wenn man da drauf drückt? Ja, ne? Ja. Ja, also diese richtig schön sämig innen drin. Rein in die Suppe. Dann geht er einfach her, macht so einen Klecks drauf und et voilà. Rustikale Kartoffelsuppe, einfach gewolft die ganze Geschichte mit einer gebackenen Blutwurst und Sesam. Viel Vergnügen, viel Spaß, probiert's aus. Abonniert unseren Kanal, schenkt uns einen Daumen nach oben. Bis dann.